Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 Online Season mit allen Deppen außer Bissel. Wir fahren heute auf Bahrain und ja. Ab geht's, wa? Ab geht's, regnet nicht im Fall. Ja, Mann. Ich hole nur Punkte in Rennen, wo ich regne. Schön. Ja, ich glaube, Christoph kommt wieder vor mir raus. Ach Gott, ich hasse diesen scheiß Bug. Danke für den Song, Andi. Das war die Songanlage von Andi. Sehr motiviert. Gibt's schon Tourdaten eigentlich? Hi. Tourdaten mit allen Songs, die ich bisher mal gemacht habe. Nee, nicht Tourdaten mit allen Songs. Du gehst ja nächstes Jahr auf Tour. Oh nee, wir sind hinter mir. Oh nee. Hä? Oh nee. Hat man doch einen Podcast gehört. Achso, ja, das war deine Intrige da. Was für eine Intrige? Auf recruiter.de und Waterfall Rising. Warte mal, ich muss mal kurz... Rückspiegel. Wenn ich sowas von Christoph hören würde, hätte ich schon keinen Bock mehr, den zu hören. Okay. Gibt's denn auch den Waterfall Rising? Ja, ich mach Anti-Werbung. Wo hast du denn jetzt schon geschafft, ungültige Rundenzeit zu bekommen? Warum machst du Anti-Werbung für unseren Podcast? Was? Leute, waterfall-rising.de. Geile Sache. Warum sponsert denn Waterfall Rising? Die gerade durch die ersten Kurven gefahren sind, sind die auf der Stellenrunde? Das McLaren-Team, weil das McLaren-Team, die suchen doch einen neuen Sponsor. Was wäre denn mit Waterfall Rising McLaren F1? Das wäre geil. Aber wir haben leider kein Geld für Sponsoring. Aber die suchen doch einen Namenssponsor. So, wenn die nur einen Namen suchen, dann können wir das machen. Ich glaube, das kostet nur 50 Millionen im Jahr. Na dann. Können wir doch kurz zusammen. Auf der hohen Kante. Der von Amazon würde seinen Namen für Formel 1. Oh, nee. Was ist eigentlich aus Rocket Speed geworden, Tobi? Ja, gibt's nicht mehr. Ja, warum? Aus Gründen. Ich hab mir den Podcast gerne angehört. Ja, der Podcast ist halt etwas, ich würde mal sagen, ja, okay, alles klar. Ich bin aus der Kurve geflogen. Ich habe übrigens auch schon einen richtig geilen Wasserfall des Monats für nächstes Mal. Hildegard, Wasserfall des Monats. Was denn? Das ist unsere tolle Rubrik. Ich habe extra einen Trainer dafür gemacht. Nee, also jedenfalls, den Podcast gibt es nicht mehr, weil sich immer weniger Leute da gemeldet haben zum Plaudern. Und das ist ja traurig. Ach, das Problem waren nicht die Zuhörer, sondern Gäste. Ja. Was war denn das für ein Podcast? Sie wollten irgendwas anderes machen. Also zocken zum Beispiel. Es war so eine Art Almost Daily-Ding. Tobi hat halt immer mit Leuten über allgemeine Themen geredet, wie Krankenhausbesuche oder was ist da? Ein Haus kann nicht brennen. Ja, und die Leute wollten ja unbedingt irgendwas Rocket Beans-bezogenes machen. Also ein Almost Daily vom Almost Daily, dem man sagt, oh Gott, der Typ, der sah ja komplett anders aus und das ist ja voll No-Go und so. Deswegen, nee. Also ich hab's mir gerne angehört. Schlafen. Ja. Und hast Kakao gemacht, hast du? Ja, es hat auch Spaß gemacht, so ein Podcast, ne? Vor allem Dingen, jetzt... Also, ohne Witz, ich weiß, wenn ihr mir das jetzt nicht abkaufen könnt, aber ich war in dieser Rolle als Talkmaster, war ich wirklich ernst. Du hattest ja auch mal, war das in der Grundschule, wo du deine eigene Quiz-Sendung angemacht hattest? War das nicht sogar Bass oder so? Ja, ich hatte Bass auf der Playstation, genau. Naja, aber du hattest doch sogar auf dem Schulhof dann mit Bass deine eigene Quiz-Sendung dann gemacht. Das ist ja die Frage. Dann habe ich Leuten auf die Fresse gehauen. Nein. Ja. Und umgekehrt? Ich bin in der ersten Kurve einfach gerade ausgefallen. Viele sind in der Grundschule. Ja, da müsstest du dich eigentlich mal mit Rico zusammentun, weil der ist auch großer Bass-Fan. Aha. Ja. Schon zwei, ja, Bass, ich hab's gerne gespielt. Ist ein tolles Spiel. Dachte, ich wusste gar nicht, dass du mein Spiel ist, Rico. Wieder was? Bass? Ich hab das ehrlich akustisch nicht gehört. Ich würde es gerne nochmal hören, bitte. Ich wusste gar nicht, dass du ein Instrument spielst. Ach so. Ja. Jetzt weißt du es. Wusste ich auch nicht. Dann fährst du schnell weiter, ne? Ja. Rico, fährst du schnell? Hey, ja. Wo bist du denn? Ja, da vorne. Vor dir. Ja, aber ich werde jetzt langsam fahren. Kurz fahren. Ich kann diese erste Kurve einfach nicht. Mittlerweile geht's. Bei mir. Ich kann so viele Kurven auf dieser Strecke. Wäre cool, wenn du jetzt eben nicht auf der Ideallinie fahren würdest, Christoph. Ich dachte, du bist trotzdem ja gar. Rio. Oh, kein Problem, ich komm durch.
Ne, Basti tuckert gerade hier hinten rum. Ich hab das nur Red Bull gefunden, weil du gerade die Zeit festgefahren hast und du halt hinter mir warst, dachte ich, du warst das. Okay, ich glaube, die Zeit wird in der letzten Kurve nach grün. Hoffe ich mal. Sonst muss ich noch was. Könnte knapp werden. So gerade die Reifen zu schonen, oder nur. Boxen ist da. Dass ich schnell zurückbleibe. Nee. Doch, minus 0,07. Alles klar. Lohnt sich. Ja, wenn jetzt jemand 0,07 besser ist als ich oder gewesen ist. Also in China waren, glaube ich, die von Platz 3 bis 4 immer nur ein Zehntel auseinander. Oder sogar nur, Mandy und ich waren, glaube ich, sogar nur ein Hundertstel auseinander. Wo steht denn gerade jeder aktuell? Ja, 15. Vierter? Ja. Okay. Oh, ich kann meine Runde noch verbessern. Ich kann die besser, ich also kann entweder kann ich diese Strecke nicht oder ich bin ultra schlecht. Oder beides. Oder beides. Auf den Sachsen. Ey. Ja, auf wen denn so? Ja, Ilo, du zählst nicht. Achso. Du bist aus dem Polen, das zählt nicht. Ey! Also ich dachte, ich krieg hier so ein übles Kompliment oder so. Hinter der Mauer. Als Sachse kriegst du ja keine Komplimente, das kannst du wissen. Dankeschön. Das ist immer ein doofer Spruch von Christoph, der ist immer der Erste, der seine Fresse aufreißt. Was sagt die Zeit? Hab ich gesagt, dass du ein Pole bist? Ich hab gesagt, dass du in der Nähe, dass du fast in Polen wohnst. Die Zeit sagt, fahr jetzt raus. Weil es sind, glaube ich, noch das finde ich voll traurig, dass man nicht irgendwie sagen kann, Zeit Platz 12 oder Zeit Platz 3, um zu sehen, okay, der Typ hat eine Rundenzeit von so und so. Das Spiel ist nicht so hochintelligent. Boxenstopp. Das Spiel ist nicht so intelligent. Ich muss halt einen Moment warten. Also. Deswegen bin ich nicht gern in der Box links. Weil ich gezwungen werde, Deutschland auslagern? Was? Als Zweiter rauszufahren. Ich bin in der linken Box und ich bin gezwungen, immer als Zweiter rauszufahren. Hallo. Immer nach dir. Ich darf nicht außer vor dir rausfahren. Außer du nimmst den anderen Fahrer. Ja, geht ja nicht mehr. Achso, ja, das ist schade. Ja, das ist schade. Oder Christoph wartet einfach noch ein, zwei Sekunden länger am Anfang. Ja, ja, aber... Das ist mit Christoph verzeiht. Aber Christoph ist nicht nett, deswegen mach ich das auch nicht. Also ich weiß, Rico, als ich dein Teampartner war, ich habe mal extra gewartet in dem Rennen, weil wir da irgendwas abwechselnd abgesprochen hatten. Ich glaube, als ihr Teampartner wart, habt ihr euch in Aserbaidschan beide gegenseitig rausgefickt. Ja, das, eine Frage. Das war ein Unfall. Ja. Das war ein Unfall. Warum kann immer nur ein Auto in die Box? Weil die zu doof sind, weil die eigentlich... Weil dieses Spiel scheiße ist. Achso, aber eigentlich ist es normal, dass zwei Rennen... Ja, du kannst eigentlich... Ich habe sogar letztes Wochenende im Qualifying und so gesehen. Die konnten zwei Autos gleichzeitig reinschieben. Bei einem richtigen Rennboxenstopp, da muss ja... Ja, da haben die dann eine Boxencrew, natürlich. Aber so haben die zwei. Also eigentlich haben die sogar zwei getrennte Teams, die für den speziell da sind. Ja. Habe ich sogar gesagt, hier, Codemasters, guckt euch an, so geht's. Zwei Autos gleichzeitig. Geht. Ist kein Mythos. Ach, Christoph ist schon wieder. Die Person, die da gerade auf Startziel fährt, ich düse da gleich lang. Du musst ja gleich lang. Ja, du bist langsam. Du hast schon letztes Rennen in China, glaube ich, Basti, da beim Ausgang mit von Saud. Sag's nur vorher. Das ist ein Red Bull vor mir. Ich hab ein Toro Rosso vor mir. Boah, ich hoffe jetzt nicht, dass die KI rausfährt, ne? Die wird rausfahren. Ich fahr raus. Ich glaube. Ich fahr auch raus. Wer ist gerade auf Startziel? Ja. Ich, aber ich fahr nicht schnell. Du wartest doch kurz noch. Können die zwei Täubchen vor mir Vollgas geben? Jetzt fährt doch die ganze KI raus. Rio und wer auch immer davor ist. Vollgas? Ja, es ist keiner vor euch, ihr könnt Gas geben. Ja, ich nicht. Kann ich aber vorbeilassen. Nee, fahr nur. Weil ich würde gern, falls die erste Runde verhauen ist, zwei fahren. Du bist auf P12 zurückgefallen. Okay, danke. War zwar wahrscheinlich nicht gewollt, aber... Doch, natürlich war es gewollt. Ja. Wie, was? Noch P6. Unmöglich.
So, jetzt Concentration Clutch. Ja, ich glaube, ich schaffe keine zwei Runden. Wegen Christoph. Nee, ich habe wegen Christoph. Schau. Christoph ist hier der zweite Runde Versauer, ey. Miss Frico. Ich fahr super fast. Ja, ich auch. Gut. Wer ist denn gerade auf der zweiten DRS-Zone? Ich. Fährst du schnell? Ja. Weil ich gerade irgendwie krass auf dich aufgeholt. Ah, es gibt so viele Kurven, die ich nicht mag und schon scheiße fahre. Da verliere ich jedes Mal 3D. Verlierst du jedes Mal 3D? Ja, genau das. Danke. Oh, fuck. Okay, die Runde ist gelaufen. Ja, aber ja, glaube ich. Das heißt, jetzt reifen wir uns mal. Wir fährten gerade auf die 5. gerade. Top 10. Cool. Oder wer fährt auf die, jetzt in die Kurve rein? Kurve? Ich weiß gerade die Kurve. Ich glaube, du bist hinter mir. Fährst du gerade durch die Schikane? Oh, wie kann man den Qualifying so verhauen? Richtig scheiße. Arnold-Kurve? Hätte ich locker eine halbe Sekunde schneller fahren können und müssen. Ja, sieht so aus, jetzt wärst du. Achter, oh Gott, oh Gott. Neunter. Und die KI fährt noch. Oh, Christophs Zeit wäre locker drin gewesen. Fährst du die immer so? Super Zeit. Oder hast du jetzt aufgegeben? Achso. Der ist. Der Zeit will locker drin gewesen. Christoph, bitte nicht in die Box fahren. Ach, Andi ist in die Box gefahren. Ja, dann ist eh schon vorbei. Ja, aber schon vorher. Sicher, weil bei mir steht Boxenstopp bei dir und nicht Ziel. Also steht bei mir auch Boxenstopp. Oh, Christoph hat gerade bei ihm geleckt. Ja, ich hab zwischendurch mal Standbilder. Achso. Ich hab meine Runde ja gar nicht zu Ende gefahren, weil die disqualifiziert war. Mhm. Also bitte durchs Ziel fahren, Christoph. Ja. Und Hildegard verbessert sich auf. Scheiße. Gar nicht. Kündige schon mal an, bitte gleich nicht alle Start drücken. Ich muss hier bei dem Rennen, beim Management, der Boxen Sachen was einstellen. Okay. Geil, weil an der Box steht, wird das jetzt schön alles hinausgezögert. Ja. Gut, machst du nix. Außer wie war denn Ostern für euch? Andi drückt Start und sagt dann Session beenden. Das kann man natürlich auch machen. Das wäre ganz nett von ihm. Hört keiner mehr von euch hören. Nein, das wollen wir nicht. Wisst ihr, ich leide. Ich denke mir so, ja, geil! Und dann macht's wieder. Bin ich noch 5? Ja, nee, ich bin 7. Ich schon seit 1,5 Seasons fühle. Christoph Dritter, nice. Ja. Gleich wiederholt Christoph hier bei Reins. Dieser Smiley von Christoph triggert mich hart. Mich auch gerade. Was wird schon. Was ist? Weil ich ganz also genau weiß, ich gebe nochmal einmal kurz durch die Rangliste durch. Und dann. Also ich finde, das ist eine sehr positive Gemütsausstrahlung. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen beim Rennen. Hau da rein. Ciao. Tschüss. Bis morgen. Wann ist nämlich dunkel?